herzlich willkommen, Chef in der Wurz. Wir sind heute wieder mal da, unsere altbekannte Führstelle, wo wir bis jetzt immer gewesen sind. Der Platz hat sich sehr gut bewährt, muss ich sagen. Ist wunderschön da, es kommt nie irgendjemand um. Bleiben wir da für den Moment, auf jeden Fall. Wir haben heute auf dem Programm Pulleschenkel gerappt. Wir haben heute auf dem Programm das Entrecote habe ich noch dabei. Ich werde auf jeden Fall auch noch auf den Grill hauen. Auch gerubbt mit einem Spezialrub für Rindfleisch natürlich, extra von mir selber gemacht. Rezept unten in der Bio. Ja, das Feuer ist am Laufen, es kommt langsam. Wir sind jetzt da, ich bin jetzt angekommen. Ich werde jetzt mal das Geflügel rubben, ich werde mal das Fleisch rubben und dann, ja. Also ich muss ehrlich sagen, für das, dass ich bis jetzt drei Videos gemacht habe, jetzt bin ich am vierten da, läuft ziemlich gut. Kommt langsam gut, habe ich das Gefühl. Danke vielmals für euren Support, danke vielmals für eure Unterstützung. Weiter so, freut mich sehr. Folge mir auf Instagram, Chef in the Wood. Dort bin ich auch präsent, lade allzeit wieder neue Bilder auf. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch dort würdet ein Abo geben, vielleicht ein Like, einen Kommentar unter meinem Bild. Würde mich sehr, sehr freuen. Also für unser Rind- und Geflügelfleisch habe ich selber gemacht, die Rub. Spezifisch natürlich. Ich fange an mit dem Rindfleisch, da habe ich ein bisschen geräuchertes Paprika, ein bisschen Pfeffer, Salz, ein bisschen Kardamomsamen, ein bisschen Muskatnuss, das ist es im Groben. Für das Bulle habe ich ein bisschen geräuchertes Paprika, ein bisschen Zucker, ein bisschen Curry, ein bisschen Zitronenschalenabrieb. Harmoniert sehr, sehr gut zusammen, das Ganze. Ja, wir tun das jetzt einfach schön hier aber ein bisschen andrücken. Etwa für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde schön einziehen lassen. Das Bulle hängen wir auf. Da hinten dran machen wir Draht rundherum. Hängen jetzt an unsere Stangen. Das Fleisch tun ich einfach über dem Rost schön angrillieren. Ich denke, ich mache es Medium. So, das Bulle haben wir schon aufgehängt. Die Glut ist relativ schön. Jetzt noch ein bisschen Holz nachgelegt. Jetzt komme ich da mit dem schönen Entrecote. Lege es einfach mal auf den Grill. So, zack. Warten wir etwa 1 Minute pro Seite. Das Fleisch ist noch. Wunderschön. Jetzt gehen wir zusammen zum Tisch. Ich schneide es dort auf. Da habe ich selber gemacht die Barbecue-Soße. Die habe ich einfach gemischt mit ein bisschen Ahornsirup und ein bisschen Jack Daniels. Habe ich reingelernt. Dann machen wir jetzt einfach mal versuchsweise beim einen Bulle. Ich schaue jetzt mal, wie es rauskommt, wenn ich das einfach so rein dunke. So. So. Vielleicht schnell ein bisschen mehr. So. Und jetzt einfach mal schauen, was passiert. 15 Minuten später wiederhole ich den Vorgang. Und dann, vielleicht kommt es gut, vielleicht nicht. Jetzt haben wir hier unser glasierte Bulle, unser einfach gerubbte Bulle und unsere zwei Rondini Zucchetti, weil sie halt einfach rund sind. Ich schneide jetzt gerade schnell das da einfach schnell in die Mitte runter. Zack. Zeig das schnell. Wunderschön. Mal raus tropft da, super. Das andere auch noch ganz schnell. Schön krusten, wunderschön, kommt gerade weg. So, Zucchini, schneide ich einfach so runter, zack. Aber die Zucchini habe ich einfach mit ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Olivenöl bestrichen, wieder zusammen tun, etwa einen halben Tag ziehen lassen und dann, ja. Ich habe es einfach aufs Feuer gelegt. Ja, wieder mal war es das gewesen, das Video von mir heute. Hat mir sehr Spass gemacht, ich habe das sehr gern gemacht. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut rausgekommen, wenn das das Bulle gerade eigentlich noch nie so gemacht haben. Ich sage mal, tipptopp, werde ich wieder mal so machen. Ja, ich hoffe, wir sehen das beim nächsten Mal wieder. Voller Anzahl. Ich begrüße auch sehr gerne neue Mitschauer, neue Mitabonnenten. Und wir sehen uns nächste Woche. Chef in the Woods.
Ja.